Wow, ich sehe 108 Kilowatt. Ja, das macht richtig Spaß. Er ist auf 108 Kilowatt hochgegangen. Ich bin bei 40% jetzt hier am Supercharger und Kilowatt. Über 100 Kilowatt. Nach dem letzten Update, das freut mich natürlich sehr. Aber Kilowatt, Kilowattstunden, was ist das überhaupt? Ja, was ist der Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunden? Damit habe ich mich zu Anfang gar nicht so anfreunden können, weil wir kennen ja im Allgemeinen eigentlich nur Liter und PS. Nicht? Also ein Auto wird betankt mit Diesel oder Benzin. Es verbraucht etwas, in der Regel Liter, eine bestimmte Anzahl von Liter auf 100 Kilometer. Und dann sitzen wir noch auf einer Maschine, die eine bestimmte Leistung bringt und die wird in PS ausgedrückt. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Dinge beim Verbrenner. Wir haben einmal den Verbrauch gemessen in Liter und wir haben die Leistung gemessen in PS. So, PS gleich Pferdestärken. Welche Rasse, Pferderasse dafür Pate gestanden hat für das Wort PS, das weiß ich nicht. Ich vermute aber, es sind vielleicht Kaltblüter gewesen, denn die ziehen ja so in der Regel die schweren Fuhrwerke. Oder haben es zumindest in der Vergangenheit getan. Apropos Vergangenheit. In den 70er Jahren ist dann auch schon die Einheit Watt für die Leistung bei Verbrennungsfahrzeugen verwendet worden. Und zwar handelt es sich dabei nicht um einen Bodentyp wie Schlick oder Sandwatt oder Mischwatt. Hat gar nichts damit zu tun. Dieses Wort Watt kommt von einem alten angelsächsischen Wort Wada, was so viel heißt wie warten oder passierbar seich, da kommt das her. Nein, unser Watt, das kommt von James Watt, einem schottischen Erfinder. Und zwar ist diese Einheit Watt oder Kilowatt äquivalent zu PS. Und zwar ist ein PS 0,7355 Kilowatt. Und das sieht man ja immer häufiger, wenn man ein Auto kauft, auf den einschlägigen Portalen, dann steht dort 100 PS oder 73 Kilowatt. Ja, also umgerechnet, 1 Kilowatt sind gleich 1,35 PS. Also wenn jemand ein Auto sieht mit einer entsprechenden Kilowattanzahl, dann muss er das mit 30-35% erhöhen. Und dann kommt er auf die entsprechende PS-Zahl. Das heißt, mein Auto hier, mein 75D, wird angegeben mit 386 Kilowatt. Und wenn ich dann aus dem Stand losblase, dann sollte sich Oma die Zähne festhalten, weil dann geht es mit 520 PS nach vorne. Und die Zähne könnten dann ja in die andere Richtung gehen. Das wäre blöd, von wegen verschlucken und so. Also von daher sollte man da ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite sage ich auch immer dazu, ein Tesla fahren ist im Grunde wie Motorrad fahren. Ja, also wir haben einmal Kilowatt und wir haben PS. Das heißt, zwei Buchstaben, ganz einfach zu merken. PS ist im Grunde gleichbedeutend mit Kilowatt, wenn ich den entsprechenden Umrechnungskurs berücksichtige von 1,35 bzw. 1 Kilowatt hat 1,35 PS. So, das ist also die Leistung. In dem Fall also 389 Kilowatt oder 520 PS ist die Leistung, die dieses Auto hat. Aber es gibt ja noch eine andere Leistung. Und zwar nicht nur die Motorleistung, sondern eine Ladeleistung. Und davon gibt es auch schon wieder zwei. Das scheint das Ganze ein bisschen komplizierter zu machen. Also die Ladesäule gibt eine Leistung ab. Die Ladesäule gibt Kilowatt ab. Und das Auto hat einen Lader und muss diese Leistung aufnehmen. Also eine Ladesäule gibt vielleicht diese blauen Stecker, die auch fürs Camping benutzt werden, gibt ungefähr 4 Kilowatt ab.
Schurko gibt 3 Kilowatt ab, 2,7, 3 Kilowatt ab. Dann gibt es 11 Kilowatt, 22 Kilowatt, also die 11 kW Lader, die 22 kW Lader. Also das ist praktisch Wechselstrom, der von der Säule, von dem Stromanbieter abgegeben wird. Und wenn man dann die Schnellladesäulen hat, dann geben die gleich mehr Strom ab. Deswegen heißt sie auch Gleichstrom, weil sie gleich mehr Strom abgeben. Nein, das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Und zwar Gleichstrom 50 Kilowatt, 100 Kilowatt, 150 Kilowatt, 350 Kilowatt wie die High-Performance-Charger. Ich stehe in Ulm, da vorne sind auch welche, aber ich glaube, das sind ganz normale. Ich muss mal gucken, ob das 50er oder 100er sind. Also das sind diese Schnelllader, die geben eben auch Strom ab. Und jetzt braucht das Auto natürlich einen Lader, um das Ganze umsetzen zu können. Wie gesagt, bei meinem Tesla hier, jetzt bin ich bei 53%. Ich habe hier 55%, Entschuldigung, ich habe hier 87 kW, die er jetzt noch nimmt, der Lader. Ich hatte gerade eben mal ganz kurzfristig 108 kW, waren es 108? Ich glaube, ich habe 108 gesagt, ne? Also 108 kW und dann ging das auch so ein bisschen runter. Ich muss mal sehen, wie das dann bei den anderen Temperaturen, bei den anderen Akkuständen ist. Aber das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Während mein Auto beim Wechselstrom nur 17 kW aufnehmen kann. Das heißt, selbst wenn die Ladesäule 22 kW gibt, mein Auto kann nur 17 kW nehmen. So, also die Leistungen werden in Kilowatt angegeben. Im Gegensatz zur Kilowattstunde. Und Kilowattstunde darf man jetzt nicht so schreiben, wie ich es auch schon manches Mal gemacht habe, fälschlicherweise. kW-h, so wie man das bei kmh macht, bei Kilometer pro Stunde. Also wie viel Kilometer lege ich in einer Stunde zurück an Wegstrecke? Kilowattstunden entspricht die Menge an Energie, die eine Maschine mit einer Leistung von einem Kilowatt, also 1000 Watt, innerhalb von einer Stunde benötigt. Ja, also das ist praktisch die elektrische Arbeit, kann man so sagen. Also H wie Arbeit von mir aus. Das heißt, eine Glühbirne zum Beispiel mit 100 Watt, wenn ich eine Glühbirne mit 100 Watt eine Stunde lang laufen lasse, habe ich eine Wattstunde verbraucht. Lass ich die 100 Watt Glühbirne 10 Stunden laufen, 100 mal 10, habe ich 1000 Wattstunden an Energie verbraucht, sagen wir mal, beziehungsweise eine Kilowattstunde. So, jetzt hat mein Tesla 75 Kilowattstunden. Das ist also im Grunde, sagen wir mal, der Tankinhalt. Ja, also ich habe eine Menge von 75 Kilowattstunden, die ich verbrauchen kann. In Wirklichkeit kann ich ein bisschen weniger verbrauchen, weil da Sicherheitspuffer drin sind und so weiter, aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Im Großen und Ganzen, oder einfach ausgedrückt, ich habe eine Akkugröße oder einen Tankinhalt von 75 Kilowattstunden. So, das ist also die Menge, die mir zur Verfügung steht, die ich verbrauchen kann. Jetzt habe ich verbraucht gerade eben 228 Wattstunden oder 22,8 Kilowatt, also 228 Wattstunden pro Kilometer oder 22,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich bin aber auch, wo es geht, vollkommen bis zum Ende des autonomen Fahrens hier, teilautonomen Fahrens mit dem Co-Piloten 150 gefahren, wo es ging. Die Straßen waren relativ frei. Wenn ich so um die 120, 130 fahre, habe ich ungefähr einen Verbrauch von 21 Kilowattstunden oder 210 Wattstunden pro Kilometer. Und wenn ich Landstraße fahre, dann habe ich so 16, 17, 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So, das heißt, wenn ich jetzt 75 Kilowattstunden zur Verfügung habe und teile das durch 21 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, dann sind das 3,57, schlag mich tot, mal 100, also für 100 Kilometer sind das 357 Kilometer. Das heißt, ich hätte mit meinem Auto hier eine theoretische Reichweite von 357 Kilometer. Warum theoretisch? Hat was zu tun mit den Umwelteinflüssen, Temperatur, Schnee, Regen, Wind und so weiter. Das gilt aber für jedes Auto.
Mit einem BMW i3, der hat zum Beispiel etwa 42 Kilowattstunden Akku. Und wenn der jetzt aufgrund seiner Form ähnlich viel verbraucht, also 20, 21 Kilowattstunden, dann kommt man pro 100 Kilometer, 21 pro 100, 42 stehen mir zur Verfügung, komme ich also ungefähr 200 Kilometer weit. Der Ioniq, den bin ich ja auch mal gefahren, letztes Jahr im Spätsommer, Frühherbst, habe ich auch einige Videos dazu gemacht. Ich habe versucht herauszufinden, ob das was ist für mich als Geschäftsfahrzeug. Den bin ich sehr, sehr verbrauchsarm gefahren mit 11 bis 12 Kilowattstunden. Das heißt, ich habe bei einem 28 Kilowattstunden nutzbaren Akku eine theoretische Reichweite von 230 Kilometer mit dem Ioniq. Also nochmal zusammengefasst, Kilowatt ist die Leistung und Kilowattstunden ist der Verbrauch, ist die Menge, die ich nutzen kann oder den Verbrauch, den ich habe. Ja. Und weil das Ganze so effizient ist, merkt man natürlich, wenn der Wind weht, es ist momentan ein bisschen windig, wenn ich Gegenwind habe, wenn die Temperaturen draußen kalt sind, deswegen verbraucht ein Akku im Winter immer ein bisschen mehr Strom als im Sommer. Das kennt ihr auch vom Handy. Wenn ihr in den Bergen seid, irgendwo im Winter zum Skifahren und es ist sehr kalt, kann es sein, dass euer Akku leer ist, obwohl ihr kaum telefoniert habt oder der Akku sogar teilweise kaputt geht. Der hat natürlich jetzt nicht so ein intelligentes Batteriemanagement wie die Autos. Wenn Schnee auf der Straße ist, wenn ich Offroad fahre, habe ich einen viel, viel höheren Verbrauch. Nicht mit dem Auto, aber ich bin ja mal ein paar Jahre lang Offroad gefahren. Oder aber wenn man Wasser auf der Straße hat, dann ist der Verbrauch einfach höher, wenn ich so eine Welle vor mir herschiebe. Das gilt auch für Verbrenner. Nur dadurch, dass Verbrenner nicht so effizient sind, kriegt man es nicht so schnell mit. Außerdem hakt immer die Tanknadel. Das passiert beim Elektroauto natürlich nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte etwas Einblick geben in den Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked es, würde mich freuen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Und ich stehe gerade am Supercharger. Ich denke, ich habe immer noch Supercharger Free. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt und Supercharger Free benötigt, ist eine ganz nette Angelegenheit. Nutzt doch meinen Referral Code und dann bekommt ihr für 1500 Kilometer Supercharger Free bis Ende Mai, ich glaube 27. Mai, ist es sogar das Fünffache, also 7500 Kilometer. Und das bedeutet, für die meisten ist das sicherlich fast eine Jahresration, die man auf der Autobahn verbringt. Und die Supercharger stehen ja in erster Linie auf der Autobahn. So, das soll es nun endgültig gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.